Es gibt nur wirklich einen zulässigen Punkt, der mich dazu bewegen könnte, eine kleine Pause in der Babypause einzulegen, um ein schnelles Yesterchips-Video einzuschieben. Und naja, was soll ich sagen? Da ist das Ding. Die ACA 500 Plus, die lange, lange ersehnte Nachfolgerin der ACA 500. Ich werde jetzt nicht mehr auf alle Details eingehen, welche bereits bei der ACA 500 ein Thema waren. Wer die noch nicht kennt, sollte sich die entsprechende erste Chips-Folge mal anschauen. Das hier ist nun die Nachfolgerin ACA 500 Plus. Auf den ersten Blick sieht sie ziemlich ähnlich aus zur ACA 500. Natürlich, was sofort ins Auge fällt, hier unten die sogenannte Dismo-Anzeige. Zwei 7-Segment-Anzeigen. Diese Karte an sich soll nun tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau sein im Amiga 500. Individual Computers wirbt damit, dass man diese Karte einmal anschließt und nie wieder abziehen wird, beziehungsweise dies auch nicht muss. Naja gut, schauen wir mal. Also das hier ist die alte ACA 500. Darüber gibt es, wie gesagt, eine eigene Yesterchips-Folge. Und hier war damals meine Kritik gewesen, diese Karte an sich ist schon wirklich sehr gut. Vor allem mit diesen zwei Compact Flash Slots hier unten. Einmal die Bootcard im Amiga-Filesystem. Hiervon wird gebootet. Das ist praktisch die interne Festplatte des Amiga. Und hier haben wir eine FAT-formatierte Compact Flash-Karte für den Datenaustausch zwischen Amiga und Windows PC. Also einfacher geht es nun wirklich nicht. Diese beiden Slots finden wir auch wieder auf der ACA 500 Plus, aber diese Karte hier, die hatte einfach ein Manko gehabt, und zwar war hier meiner Meinung nach zumindest zu wenig Arbeitsspeicher drauf. 2 MB gab es hier nur, und das ist einfach wenig, gerade in Hinsicht auf WHD Load. Ihr habt es eben gesehen. Ich habe ja ganz ketzerisch wieder die Bedienungsanleitung zur Seite geworfen, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass das, was ich jetzt vorhabe, funktioniert. Ich ziehe hier die zwei Karten raus. Also die Amiga und die FAT-formatierte Karte. Und stecke das Ganze hier rein. Bootcard, da steht es wieder. Vorsichtig, damit hier nichts kaputt geht. Na komm her. Zack. Und meine Erwartungshaltung ist jetzt: ich schließe das Ding an, schalte den A500 ein und das Ding funktioniert schon mal. So, der Amiga läuft. Das ist übrigens ein ganz normaler Wald- und Wiesen-Amiga 500 mit 512 Kilobyte Chip-RAM auf dem Mainboard und den obligatorischen 512 Kilobyte Slow-RAM im Trapdoor-Slot. Die ACA 500 Plus soll kompatibel sein zu eben diesem normalen Amiga 500 und auch zum Amiga 500 Plus. Gut, wir sehen hier vor uns die Verwandtschaft zur vorherigen Karte. Wir haben auch hier ein Startmenü. Und machen wir gar nicht lange rum, was hier so dabei steht. Ich gucke hier F1, das komplette Kickstart 3.1 Konfiguration ist hier aufrufbar, und ich denke, das mache ich einfach mal in der Hoffnung, dass von meiner Compact Flash Karte aus der ACA 500 gebootet wird. Schauen wir mal, was passiert. Es ist also wieder so, wir haben auf der Karte diesmal drei Kickstarts im ROM vorhanden. Wir haben einmal 1.2, 1.3 und 3.1. Das ist alles auf der Karte schon mit dabei. Und es gibt noch weitere Features auf der Karte, die wir uns dann nachher noch anschauen werden. Jetzt sieht hier erstmal alles recht gut aus. Und jawohl, so habe ich meine Workbench 3.1 zuletzt gesehen auf der ACA 500. Lasst euch nicht verrückt machen wegen diesen komischen Endos-Laufwerken, die hier angezeigt werden. Das waren irgendwelche missglückten Experimente von mir, das könnt ihr euch mal schenken. Aber hier sehen wir A-System, das ist die Compact Flash Karte mit der Workbench 3.1, also die rechte Compact Flash Karte, und das hier ist die FAT-formatierte Karte. WHD Load, der Titel verrät es schon, hier drauf befinden sich Spiele. So, ganz wichtig, schauen wir hier oben. Wir haben knapp 7 MB
sonstiges RAM zur Verfügung und wir haben hier fast ein ganzes Megabyte an Chip-RAM. Das ist jetzt schon so ein bisschen Hexerei, was aber auch schon die ACA 500 bewerkstelligte, denn woher kommt jetzt dieses andere halbe Megabyte an Chip-RAM? Denn effektiv ist ja nur ein halbes physikalisch verbaut. Nun, was macht man, wenn man eine neue Turbokarte hat? Man schaut erstmal nach, was SysInfo dazu zu erzählen hat. Und da ich hier eine Classic Workbench Lite drauf habe, ist auch SysInfo gleich schon mit dabei. Machen wir mal einen kleinen Speed-Test. Und da sehen wir, dass die Karte einen normalen 68.000er Prozessor hat. Das klingt erstmal nicht nach viel, ist aber ideal im Falle des Amiga 500 und vor allem auch im Falle von Amiga 500 Spielen, denn diese sind eben nun mal für den 68.000er Prozessor geschrieben worden und unsere Karte läuft derzeit mit 14,1 Megahertz. Die Geschwindigkeit kann sich sehen lassen. Im Vergleich zu einem normalen Amiga 600 haben wir 2,7 als Vergleichsfaktor, 1448 Drystones. Das ist nicht verkehrt, aber auch nicht sonderlich überragend. Schauen wir mal in Arbeitsspeicher rein. Wir haben 6,7 Megabyte Fast RAM. Hier unten steht es auch, ACA 500 Plus Fast RAM. Das ist das Fast RAM der Karte. Des Weiteren 512 Kilobyte Slow RAM. Da tippe ich jetzt einfach mal drauf, dass das meine Speichererweiterung im Trapdoor-Slot ist. Und ja, da haben wir jetzt diese Magic, wie ich sie mal nenne, 1 Megabyte Chip-RAM im System. Funktioniert laut Individual Computers nur dann, wenn man einen ECS Agnes im System drin hat. Nun, bei meinem Amiga 500 hier ist es wie bei vielen anderen 500ern auch der Fall. Und deswegen darf ich mich nun hier über 1 Megabyte Chip-RAM freuen. Ebenfalls beworben wird der schnelle Zugriff auf die Compact Flash Karten. Da schauen wir mal nach. DH0 ist die Amiga Compact Flash Karte. Speed, was kommt dabei raus? 2,3 knapp. Ich habe das letzte Mal habe ich mich vertan gehabt. Das wird auch gerne gemacht, dass man hier sagt 2,3 Megabyte pro Sekunde. Es ist nicht ganz richtig. Man muss hier ja immer Faktor 1024 rechnen. Deswegen ist es korrekter, halt eben hier das so auszudrücken, wie es hier auch gezeigt wird. Aber mein Gott, im Umgangsgebrauch redet man von Megabyte pro Sekunde. Also 2,2, das ist schnell und wer sich an die Folge erinnert mit den Festplattencontrollern für den Amiga 2000, der weiß, dass wir hier eigentlich schon so im normalen Mittelfeld liegen. Schauen wir uns noch an, den Zugriff auf die AUX Compact Flash Karte, das ist die FAT formatierte Karte. Holla die Waldfee. 3,27. Das ist schon ordentlich schnell. Aber wie man in Bayern sagt, da geht noch ein wenig was. Gut, bevor wir nachschauen, was mit der Karte noch alles geht, machen wir jetzt mal was ganz Wichtiges. Nämlich wir schauen uns ein paar WHD-Load-Spiele an. Keine Feier ohne Geier und kein Amiga ohne Turricane. Wir sehen hier Press F10, um das Ganze zu beenden. Ja, das funktioniert. Die ACA 500 Plus. Wie unterstützt das? Das sieht schon mal gut aus.
okay, ich bin scheiße in dem Spiel, aber auf jeden Fall, es funktioniert. Weiterer meiner Lieblinge, was ich damals hoch und runter gespielt habe, Seawolf. Und in der Hoffnung, dass es läuft. Na komm, auf geht's. Und da sind wir unterwegs. So kenne ich dieses Spiel. Wunderbar, es läuft. Mit der üblichen Performance. So kann man das Ganze durchaus stehen lassen. Also, wunderherrlich. Funktioniert. Ja, gib'n Saures. Bam! Oh, herrlich. Gut, mit F10 raus und ein weiteres Spielchen schauen wir uns noch an und dann gehen wir mal weiter, was die Karte noch so zu bieten hat. Auf dem Amiga habe ich es nie gespielt, dafür auf dem PC umso öfter. Indianapolis 500. Ich kannte es immer nur als Indy 500, aber so nennt sich diese Rennserie ja auch. Yes! Please wait. Das fällt mir schwer. Ah, los geht's. Hoffentlich ist die Version gecrackt. Na, selbstverständlich. Gut. Eine Runde Practice. Ab geht die Post. Ja, wunderschön. Automatikschaltung, sehr gut. Schalten kann ich nicht. Ah, wunderbar. Naja gut, damit es nicht zu langweilig wird, das Spiel geht ja. Ab die Mauer. Wir sehen also, das Wichtigste funktioniert schon mal. Das, was bei der ACA 500 damals so ein bisschen das Problem war, nämlich, dass viele WHD-Lautspieler einfach gesagt haben, hier, Freund, du hast zu wenig Arbeitsspeicher. Das Problem besteht hier definitiv jetzt schon mal nicht mehr. Wir sind jetzt wieder im Startmenü der ACA 500 Plus. Hier gelangt man immer dann hin, nachdem man den Amiga aus- und wieder eingeschaltet hat, also wirklich Power Off und Power On. Oder aber man hält die linke Maustaste gedrückt und macht dann einen Reset, also sprich Control Amiga und Amiga. Und dann landet man genau eben wieder hier in diesem Startmenü. Was können wir hier jetzt noch machen? Schauen wir mal zum Beispiel bei F3 rein. Standard A500 Profile Menu. Und hier sehen wir jetzt die Optionen, mit denen wir den normalen 500er starten können. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel, dass wir Kickstart 1.3 und 1.2 zur Verfügung haben mit verschiedenen Standardkonfigurationen, was den Arbeitsspeicher angeht. Halbes Megabyte, noch ein halbes Megabyte, beziehungsweise hier noch Chip-RAM mit drin, 1 Megabyte. Einwandfrei. Und auf der anderen Seite sehen wir die Spezialfunktionen, welche die ACA 500 bietet. Da gibt es noch einen Freezer, der hier noch drin ist. Zum Beispiel können wir hier einsetzen das Action Replay 2 oder 3. Das wird dann gestartet, indem man die kleine Taste drückt, die sich unter der Dismo-Anzeige auf der Karte befindet. Brauchen wir hier jetzt nicht. Gut, so viel zu diesem Menü. Ich will jetzt gar nicht großartig mehr in die Tiefe gehen. Spielt da am besten selbst damit rum. Ich muss ja selbst noch viel damit spielen, weil das ist jetzt mein erster Lauf mit der Karte hier. Gut, das nächste, was wir zur Verfügung haben, ist... Gut, das nächste, was wir uns jetzt anschauen wollen, wäre unter F8 die Global Profile Settings. Und da sehen wir, dass wir DF0 überbrücken können. So zumindest meine ganz grobe Übersetzung. Wir haben hier also einen Boot-Selektor drin. Wir können sagen, das eingebaute Diskettenlaufwerk DF0 ist leer, also quasi nicht vorhanden. Oder wir können sagen, dass unser Boot-Diskettenlaufwerk auf DF1 liegen soll.
Die F1 wäre dann ein extern angeschlossenes Diskettenlaufwerk. Unsere Karte hat also einen Bootselector mit an Bord. Schöne Angelegenheit. Gut, als nächstes haben wir dann noch die Möglichkeit einzustellen, welchen PO-Mode die Compact Flash-Karten verwenden. Na gut, es kann ja durchaus sein, dass wir Karten haben, die ein bisschen rumzicken. Es muss generell hier gesagt werden, dass die Ansteuerung der Compact Flash-Karten auf der ACH 500 Plus komplett überarbeitet worden ist. Es war so ein bisschen eine peinliche Situation mit der ACH 500 damals gewesen. Da hat nämlich Vesalia Max Flash Compact Flash Karten mit ausgeliefert mit der ACH 500. Und diese Karten haben manchmal einfach den Dienst versagt. Das war ein bisschen peinlich gewesen. Soll jetzt bei der ACH 500 Plus nicht mehr passieren. Was uns schwer interessiert, das ist hier Punkt 4, maximale CPU-Geschwindigkeit. Die steht jetzt auf 14 MHz. Und wir drücken das mal weiter. 21, 28, 42 MHz sind möglich. Ich sage deswegen sind möglich, weil Individual Computers sagt, stabil läuft das Ding mit 14. Also, wenn ihr das Ding schneller laufen lasst und es bekommt vielleicht irgendwann mal wackelige Beine, dann setzt einfach die Geschwindigkeit wieder runter. In diesem Global Configuration and Flash Update Menu, dort wo wir jetzt sind, setzt ihr lediglich fest, wie hoch die maximale Geschwindigkeit ist, die ihr in den anderen Menüs einstellen könnt. Speichern wir das Ganze mal ab. Und jetzt sind wir wieder im Startmenü. Gehen wir in F10. Und hier können wir jetzt die CPU-Geschwindigkeit, die wir als nächstes nutzen wollen, die steht hier noch auf 7 MHz. Da gehen wir jetzt hoch auf 42. Alles, was geht. Und ansonsten brauchen wir hier vorne noch den AUX-Kartenslot. Den wollen wir verwenden. Dann die 1 MB ChipRAM-Expansion wollen wir verwenden. Das wäre F5, ist eingeschaltet. MapROM ist schon eingeschaltet. Das passt. Kickstart ist Version 1.3 eingestellt. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Da gehen wir auf 3.1, um uns die anderen mal anzusehen. Wir können das Kickstart vom Mainboard können wir benutzen. Das momentan geladene Kickstart können wir verwenden, also das, was vorher schon mal geladen worden ist. Kickstart 1.2 vom Amiga 1000 ist drin. Kickstart 1.2 vom Amiga 500 ist drin. Kickstart 1.3. Und eben auch Kickstart 3.1. Freezer nehmen wir keinen. Wie gesagt, Action Replay 1 oder 2 oder 3 oder gar nichts. Ja, und was natürlich extrem wichtig ist, wir können die Sterne im Hintergrund in verschiedene Richtungen laufen lassen. Das ging auch bei der alten ACH 500 nicht. Ja, doch, das ist wirklich extrem wichtig. Fast hätte ich es jetzt vergessen. Wir brauchen noch die 7 MB FastRAM. Die schalten wir ein mit F4. Und dann starten wir die Kiste mit Return. Ich lasse das Ganze absichtlich in Echtzeit mal ablaufen, damit man sieht, wie schnell das Ganze funktioniert. Während des Bootens werfen wir hier mal einen kleinen Blick auf die beiden LEDs der Compact Flash Karten, die jetzt nach außen geführt sind, beziehungsweise nach oben geführt sind. Bei der alten Karte hat das Ganze unten rausgefunzelt. Jetzt haben wir die LEDs schön oben drauf im Blick. Und während ich hier spreche, ist die Workbench 3.1 bereits geladen. Der erste Weg führt natürlich nach einer Tuning-Maßnahme erstmal wieder ins Sysinfo. Ist es. Also wir sehen generell, der ganze Bildaufbau hier ist schon deutlich schneller wie zuvor. Ein Speedtest. Es ist nach wie vor immer noch der 68.000er Prozessor, diesmal mit 42. Only a Mega makes it possible ist hier die Meldung. Und wir sehen, mit 3369 Drystones befinden wir uns bereits in Schlagreichweite zu einem Amiga 3000. Faktor 0,72. Das ist schnell. Gut, hat das Auswirkungen gehabt auf die Lese-Schreibgeschwindigkeit? Gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass das der Fall war. DH0, die Amiga Compact Flash Karte. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, das ist mehr als das Doppelte, was wir vorher hatten. Und das ist wirklich
Ja, ich kann es nicht anders sagen. Das ist sauschnell für einen Amiga 500. Und auf der anderen Karte, was haben wir da? Sacre Keil, 6,5. Also, mein lieber Schiebe, da fällt mir fast nichts mehr dazu ein. Jawohl, so ist das schön. So, jetzt eine Joystick runtergefallen. So ist das schön, so ist das fein. Freut mich, die Karte macht mir immer mehr Spaß. Mit so viel Leistung kann man natürlich nicht nur ganz einwandfrei spielen, sondern man kann damit auch sich ein bisschen kreativ betätigen, vor allem weil das jetzt richtig schön flott von der Hand geht. Ich starte hier mal das altbekannte D-Paint, Deluxe Paint Malprogramm. Bei Malprogramm natürlich fast eine Beleidigung für diese Software ist. Die Kamera hat gerade Schwierigkeiten mit so viel Schwarz auf dem Screen, aber das kriegen wir in den Griff. Indem wir einfach mal ein Bildchen laden, was, wie wir sehen, sauschnell funktioniert. Das ist eine ordentliche Verarbeitungsgeschwindigkeit. Wunderbar, gefällt mir sehr gut. Okay, genug an der Kunst, gehen wir wieder raus. Und jetzt schauen wir uns noch ein weiteres Feature an, was die ACA 500 Plus zu bieten hat, im Vergleich zu ihrer Vorgängerkarte. Ich habe hier eine ultra günstige Compact Flash Karte, 4 GB von Verbatim. Die habe ich bei Pollin geschossen. Die hat dort ein paar Cent gekostet. Und die paar Cent, die haben sich auch schon gerecht. Nicht nur, dass ich die dämliche Verpackung jetzt nicht aufkriege, sondern in anderen Systemen habe ich das Problem einfach, dass die nicht funktionieren wollen. Also das ist wirklich... Dann wollen wir mal sehen, wie genügsam die neue ACA 500 Plus ist. Die Karte ist also ganz frisch, habt ihr eben gesehen. Und angeblich brauche ich keine Workbench-Disketten mehr, um ein Workbench 3.1 System aufzusetzen. So die Werbung von Individual Computers. Gehen wir jetzt mal her und stecken diese Karte hier in den Bootcard-Slot rein. Upside down wieder. Vorsichtig reinschieben, damit hier nichts stirbt. So, na, jetzt schalten wir die Kiste mal ein und schauen, ob wir selbsterklärend ohne Bedienungsanleitung da durchkommen. Das Menü bietet uns den Punkt F7, Boot ACA 500 Plus Workbench 3.1 Installer Configuration. Wo ich gerade so schön elektrisch babbel, ich habe noch nirgends die Einstellung gefunden, um das Ganze auf Deutsch zu kriegen. Es wird mit Sicherheit noch nachgeliefert. Also F7. Und was passiert da jetzt? Was passiert? Oh, das ist interessant. Müssen wir ein bisschen mit der Kamera reingehen. Und zwar werden jetzt wohl gerade die Workbench 3.1 Installationsdisketten, welche sich im Speicher der ACA 500 Plus befinden, entpackt. Und wir sehen da hinten Disk 2 von 6, also ganz normal, ein Diskettensatz. Workbench 3.1 hat 6 Disketten und das Ding wird jetzt wohl gerade im Hintergrund entpackt. Ja, das ist schon mal interessant. Und damit wissen wir auch, dass sich die Workbench 3.1 auf der Karte hier mit drauf befindet. Hier sehen wir mal ein bisschen das Dismo-Display hier vorne in Aktion, wenn ich es scharf kriege. Ist anscheinend jetzt gerade so eine Art Track-Anzeige, die hier durchläuft, oder eine Fortschrittsanzeige. Es gibt ja Leute, die es interessiert, ob Software legal ist oder nicht. So etwas soll es geben. Und denen sei gesagt, jawohl, die Kickstarts, die hier drauf sind, also 1.2, 1.3, 3.1 und auch die Workbench 3.1, alles was auf dieser Karte eben drauf liegt, ist sauber und ordentlich durch Individual Computers lizenziert. Es ist also tatsächlich alles legal. Und das will in der Amiga-Welt durchaus schon mal was bedeuten. Gut, wir sind bei der letzten Diskette des Diskettensatzes. Ich lasse hier alles in Echtzeit ablaufen, damit man wirklich ein Gefühl dafür kriegt, wie schnell das der ganze Spaß funktioniert. Und jetzt geht's weiter. Ah, jetzt ja. Gut. Ich würde mal behaupten, so wie das hier aussieht, sind alle 6
Disketten-Images als Laufwerke jetzt gerade gemountet. Hier haben wir die Install 3.1. Ich sehe meine Compact Flash Karte natürlich hier noch nicht. Wie sollte es auch sein? Die Karte ist weder partitioniert noch ist sie formatiert. Die ist im System mit Sicherheit noch gar nicht bekannt. Also gehen wir mal vor, nach alter Väter Sitte, Install und machen mal ein HD Setup. Das Ganze selbstverständlich auf Deutsch, um unsere Compact Flash Karte dem System bekannt zu machen. Festplatte partitionieren, das wollen wir tun. Weiter. Hier geht es jetzt darum, welche Unit ausgewählt werden soll. Da steht jetzt die 6 drin, da unten. Das ist Quatsch. Wir haben nämlich hier eine IDE-Festplatte drin und keine SCSI-Festplatte. Also wechseln wir auf 0 und Enter drücken. Nie vergessen. Und weiter geht's. Wollen Sie wirklich? Ja, bitte. Und dann schauen wir mal, ob er dies tut. Dauert einen kleinen Moment. Die Aktivitäts-LED blinkt vor sich hin. Das ist schon mal schön. Und es sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Sagen wir hier weiter. Und schauen wir auf dem Desktop nach. Und tatsächlich, hier haben wir zwei neue Piktogramme gekriegt. Einmal die Workbench und einmal Work. Das sind ja diese Standardbezeichnungen für die Workbench 3.1 Partitionen. Ja, die sind fix und fertig und stehen uns hier schon zur Verfügung. Das ist sehr schön. Gut, machen wir also weiter, ganz normal, über Install und sagen Deutsch und führen die Installation der Workbench 3.1 aus. Und ich muss schon sagen, so jetzt ohne Disketten, komplett nur mit den Images auf dieser Karte, das geht wirklich erfreulich schnell von der Hand. Version 3.1 installieren, tun wir mal so, als wären wir ein Einsteiger. Deutsch, wir wollen keinen Drucker installieren, die Sprache ist Deutsch, weiter. Und dann lassen wir den ganzen Spaß mal rennen. Und während er installiert, sehr schnell installiert übrigens, kann ich jetzt auch mal zu Kreuze kriechen, das hier ist nicht mein erster Versuch, das Ganze hier zu machen. Ich habe es nämlich vorher schon mal ausprobiert und bin über die HD Toolbox reingegangen und habe da die Compact Flash Karte erkannt, ausgelesen, als neu definiert. Und als ich das Ganze abspeichern wollte, habe ich gemerkt, dass die Images der Disketten schreibgeschützt sind. Das ist kein Problem, man kann vehement die Fehlermeldung einfach wegklicken. Nur das nächste Problem ist dann, wenn man die ganze Geschichte partitioniert hat, wird sie auf der Workbench hier draußen nicht angezeigt. Und wenn man dann den Rechner einfach neu startet, so wie man das bei einem Amiga 1200 zum Beispiel machen würde, bekommt man das Problem, dass halt eben keine DOS-Disk in DH0 ist und diese Fehlermeldung kriegt man nicht mehr weg. Also wenn ihr die Workbench 3.1 auf der ACA 500 Plus einrichten wollt, so wie ich das hier tue, macht es bitte auch genauso, wie ich es gerade eben mache. Ihr seht ja, es führt zum Ziel. Das heißt, ich hoffe, es führt zum Ziel. Die Installation ist abgeschlossen, in Rekordzeit. Ja, ah. Und weiter geht's. Ich bin jetzt wieder neu gestartet und habe allerdings die linke Maustaste gedrückt gehalten, damit wir wieder im Startmenü landen. Wieso? Keine Ahnung, ob es ein Bug ist, aber wenn wir einfach nur das System neu starten lassen, dann fängt er sofort wieder damit an, die Workbench 3.1 Disketten-Images zu entpacken. Das ist dann quasi so ein Dauerläufer, der da am Rennen ist und das funktioniert nicht. Also wir müssen ihn tatsächlich unterbrechen, aktiv unterbrechen, entweder ausschalten oder halt eben mit dem Reset und der linken Maustaste, dass wir wieder im Startmenü landen. Gut, die Workbench 3.1 sollte nun auf unserer Compact Flash Card installiert sein. Wir starten mit F1. In der Hoffnung, dass der Spaß funktioniert. Ja, gut, hat funktioniert, einwandfrei. Also, Herrschaften, wenn ihr eure Workbench-Disketten verlegt habt, wenn die Workbench-Disketten am kaputtgehen sind, oder halt eben auch, wenn ihr überhaupt keine Workbench-Disketten habt, ist alles kein Problem, ihr braucht sie nicht mehr. Die ACA 500 Plus hat die Workbench 3.1 komplett mit an Bord und so hat man die Möglichkeit, immer wieder, dann, wenn man es halt eben braucht, das System komplett frisch aufzusetzen.
Wunderbar, ein schönes Feature, einwandfrei. Und da muss ich wirklich sagen, ich merke durchaus, dass sich der gute Jens, also der Chef von Individual Computers, tatsächlich um die Bedürfnisse seiner Kundschaft hier intensiver gekümmert hat, als er sonst wohl gemacht. Das soll keine Beleidigung sein, aber hier sind wirklich Features drin, die am Puls der Zeit sind. Und man merkt schon, die ACA 500 Plus, das ist tatsächlich wohl die eierlegende Wollmilchsau. Einmal anschließen und nicht mehr abklemmen. Warum nicht mehr abklemmen? Dazu kommen wir jetzt. Ich mache wieder einen Reset, linke Maustaste gedrückt, ab ins Startmenü. Denn wir haben hier noch die Funktion hinter F9, das Cloaking Device. Sozusagen die Klingonen greifen an. Wir können nämlich die Funktionen der ACA 500 Plus so weit zurückfahren, bis sie quasi im System nicht mehr vorhanden ist. Das ist dann immer interessant, wenn wir halt eben zum Beispiel Programme oder vornehmlich Spiele haben, die wir von Diskette starten wollen zum Beispiel, und die eben einfach ums Verrecken nicht mit der ACA 500 Plus zurechtkommen. Eins möchte ich auf jeden Fall noch sehen, und das ist die Erweiterungsfähigkeit der ACA 500 Plus mit zusätzlichen Amiga 1200 Turbokarten. Das hier ist die ACA 1221 für den Amiga 1200. Es ist eine kleine Turbokarte. Ich habe hierauf keine Erweiterungen freigeschaltet. Das ist ein 68020er Prozessor. Bringt noch ein bisschen Arbeitsspeicher mit sich. Und das Ding flanschen wir hier hinten an. Ich habe mir diese Karte damals besorgt. Warum? Weil mir einfach auf der alten ACA 500, die ich hier so schön ins Gegenlicht halte, zu wenig Arbeitsspeicher drauf war. Das war der einzige Anschaffungsgrund für die ACA 1221. So, die Karte ist dran. Individual Computers übernimmt nur für Turbokarten, Amiga 1200 Turbokarten an der ACA 500 Plus die Garantie dafür, dass es funktioniert, wenn die Karte aus dem eigenen Hause ist. Also im Prinzip diese Kombination hier wäre vom Support gerne gesehen. Und unser Startmenü begrüßt uns wieder. Ich habe zwischenzeitlich wieder die vorherigen Compact Flash Karten installiert. Also starten wir mal ganz normal mit der Maximalkonfiguration und klappern mal ab, ob die ACA 1221 ganz normal und vollumfänglich an unserer ACA 500 Plus funktioniert. Ja, schwarz in schwarz, da kämpft die Kamera natürlich mit dem Kontrast bzw. dem nicht vorhandenen Kontrast. Und vielleicht kriege ich das Ganze hier irgendwann auch mal wieder scharf. Na, jetzt sieht's gut aus. Gut, Arbeitsspeicher. Fast 16 MB zur Verfügung. Das heißt, der ist auf jeden Fall schon mal da. Ein Blick wieder in SysInfo, das gute alte Schätzeisen. Da haben wir hier drüben schon die Anzeige. Der 68EC020 Prozessor der ACA 1221 wird erkannt. Geschwindigkeit sehr ordentlich und unser Arbeitsspeicher ist da. 8 MB haben wir hier. 1 MB SlowRAM ist es diesmal. 6,7 nochmal FastRAM dabei. Und nochmal 1 MB ChipRAM, schön bunt durcheinander gewürfelt, aber es wird auf jeden Fall alles erkannt. Aber an der alten ACA 500 hatte ich bereits dieses Schätzchen hier am Laufen von Phase 5, die Blizzard 1234 68030er Prozessor, 50 MHz, ein richtiges Schätzchen. Und ja, es wäre wirklich ekelhaft, wenn die an der neuen ACA 500 Plus nicht funktionieren sollte. Schauen wir uns mal an. 1221 weg. Und die 1230 dran. Ein hübsches Gespann, wenn ich das mal so bemerken darf. Und das Startmenü ist wieder da. Los geht's mit F1. Sieht schon mal alles sehr entspannt aus. Die üblichen
Blizzard-Streifen blitzen über den Screen. Das sieht auch schon mal sehr vertrauenserweckend aus. Und die Status-LEDs blinken und hier ist unser System. Die Kamera ist wieder unscharf. Meine Güte, die Kamera macht schon Weihnachtsurlaub. So. Jawohl. Knapp 40 Megabyte sonstiges RAM. Das heißt, zumindest der Arbeitsspeicher der Karte wird schon mal erkannt. Jetzt wieder ab ins Sysinfo. 68030er Prozessor. Hier drüben wieder angezeigt. Speed. Was sagt der Speed? Ja. Und da kommt wieder der alte abgedroschene Spruch. 9262 Drystones. Die Blizzard tritt dem A500 die Gicht aus den alten Knochen. Wunderbar. Und jetzt würde mich mal noch interessieren, bei dieser Beschleunigung, wie es jetzt aussieht mit dem Zugriff auf die Karten. Zunächst DH0. Sakre Kai. 6er. Jo, das ist stark. Ich traue mich fast gar nicht, hier auf die Orks-Karte zu gehen. 6,5. Einwandfrei. Also echt, ich habe der Geschichte bald nichts mehr hinzuzufügen. Wunderbar. Wir können also sowohl die ACA 1221 an der ACA 500 Plus betreiben, als auch die alte Blizzard 1230-4. Ja, und das wäre sie jetzt also gewesen. Die erste ganz schnelle Übersicht über die neue Turbokarte für den Amiga 500 von Individual Computers, die ACA 500 Plus. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Wir haben hier also einen 68000er Prozessor an Bord, der mit 7, 14, 21, 28 und 42 MHz getaktet werden kann. Die Empfehlung von Individual Computers ist 14 MHz und nicht mehr. Aber bis jetzt habe ich das Ding mit 42 MHz auch nicht zum Abstürzen gebracht. Insgesamt sind 8 MB Arbeitsspeicher auf der Karte drauf. Der Hersteller sagt, dass uns stets 6,5 MB Fastram zur Verfügung stehen. Das ist klar. Speicher wird zum Beispiel gebraucht vom MapROM für die verschiedenen Kickstart-Versionen, die drauf vorhanden sind. Als da wären 1.2, 1.3 und 3.1. Im internen Speicher der Karte befindet sich, wie wir gesehen haben, auch der komplette Installationsdiskettensatz für die Workbench 3.1, mit der wir dann ganz einfach eine Compact Flash Karte als Startkarte einrichten können. Das funktioniert ganz toll. Des Weiteren bin ich jetzt nicht weiter darauf eingegangen, haben wir die Möglichkeit, einen Freezer einzusetzen. Action Replay 2 oder 3 sind auf der Karte verfügbar, was dann jeweils ausgelöst wird, wenn man dieses Knöpfchen hier drückt. Dann hat diese Karte noch, wie wir hier sehen können, einen Clockport. Und mit dem Unterschied zum vorherigen Kärtchen namens ACA 500 ist es so, wenn wir hinten noch eine ACA 1221 zum Beispiel anschließen, die hier oder eine andere Turbokarte mit einem Clockport, dann können die Clockports beider Karten verwendet werden, also sowohl auf der 500 Plus als auch auf der 1200er Turbokarte. Das soll funktionieren. Noch eine weitere Neuerung betrifft den Slot der Orks-Card hier vorne. Dieser ist nun erstmals Hotplug-fähig. Der auf dieser Seite, die Bootkarte nach wie vor nicht, also hier nicht die Karte im laufenden Betrieb rausziehen und reinschieben, tut nicht gut, aber hier auf dieser Seite ist das nun offiziell unterstützt. Ist natürlich klasse, wenn man gerade am Datenschaufeln ist zwischen Windows PC und Amiga, wenn man die Karten einfach ziehen und wieder reinstecken kann, ohne den Amiga abschalten zu müssen. Gut. Haben wir über fast alles gesprochen, fehlt nur noch eins, der Anschaffungswiderstand, und der ist schwer human. Momentan kann man diese Karte käuflich erwerben, es ist mit Sicherheit ein kleiner Zeitraum, in der die Karte verfügbar ist.
Na, ich schätze mal so ein Jahr maximal, dann ist das Ding weg. Wir reden über 130 Euro. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 130 Euro für diese Karte, die tatsächlich alles bringt, was den Amiga 500 Enthusiasten in Sachen Geschwindigkeit und Massenspeicher so im Kopf herumschwirrt. Jetzt, wo es die Plus gibt, hat der Amiga 500 wieder eine richtig gute Ausgangslage, was Neueinsteiger in diesem Bereich angeht. Ich habe nämlich früher immer gesagt, der Amiga 1200, das ist der Amiga für Anfänger schlechthin. Da drin kann man eine Festplatte anschließen, der ist schnell genug von Haus aus, der hat den AGA-Chipsatz, ja, ja, ja. Aber kauft heutzutage mal einen Amiga 1200, ihr legt die Ohren an, was das Ding kostet. Ein normaler Amiga 500, den kriegt man immer noch relativ kostengünstig. Und alles, was man dann noch braucht, ist für 130 Euro die ACA 500 Plus. Natürlich kann die ACA 500 Plus dem Amiga 500 keinen AGA-Chipsatz verpassen. Das kann sie nicht. Das heißt also, die Spiele für Amiga 1200, CD32 und Amiga 4000 fallen selbstverständlich aus. Aber das Gros aller Amiga-Spiele war ja sowieso für den Amiga 500 konzipiert und programmiert worden. Und deswegen sollten wir uns da jetzt nicht unbedingt nass machen über dieses Thema. Damit wären wir jetzt am Ende dieser sehr schnell und sehr rotzig produzierten Folge Nummer 60. Ich werde mich jetzt wieder in meinen Babyurlaub begeben. Und die Folge 60 sollte eigentlich um was ganz anderes gehen. Und die Folge 60 war auch schon fertig vertont. Und das, was von der Folge 60 noch übrig geblieben ist, das hört ihr jetzt. So, das war die Folge 60, hübsch zum Jahresende 2016. Ich steuere nun auf eine längere Winterpause zu. Bei uns ist nun Nachwuchs Nummer 2 auf die Welt gekommen und von daher haben sich die Prioritäten ein wenig verschoben. Ja, 2016, das war schon ein verrücktes Jahr. Brexit und Trump, wer hätte das gedacht? Da hat die Demokratie mal wieder ironisch gezeigt, was alles in ihr steckt. Quantität über Qualität und der totale Missachtung der Demografie. Ist es denn gerecht, dass diejenigen, die statistisch gesehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht mehr da sein werden, Entscheidungen treffen dürfen, obwohl die Jüngeren, die noch wesentlich länger mit diesen Entscheidungen leben müssen, ganz anderer Meinung sind? Eine Frage, in der zweifelsohne viel Sprengstoff steckt, klar. Aber man macht sich ebenso seine Gedanken über die Zukunft. Ich bin nun mal ein hoffnungslos naiver Star Trek-Fan, der sich eine vereinte Menschheit wünscht, die begriffen hat, dass man nur gemeinsam die wirklich großen Herausforderungen meistern kann. Protektionistisches nationales Gehabe mag da gar nicht passen. Auf komplizierte Fragen gibt es nun mal keine einfachen Antworten und es nützt auch nichts, wenn man die komplizierte Frage versucht, populistisch zu simplifizieren. Extreme Lösungen haben das Manko, keine wirklichen Lösungen zu sein, sondern lediglich ein Garant für das Schlimmste, was man überhaupt tun kann. Zeitverschwendung generieren. Denn Zeit ist das Wertvollste, was es für uns gibt. Umso wichtiger ist es also, die vorhandene Zeit sinnvoll zu nutzen und zu gestalten, sodass die Zeit, die nach uns kommt, eine noch bessere sein wird. Auf dem Weg zu einer tatsächlich besseren Menschheit. Ich wünsche euch allen und euren Lieben frohe Festtage, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Und wenn ihr diese Folge gerade mal wieder ausgegraben habt und sie bei hochsommerlichen Temperaturen irgendwo auf dem Smartphone schaut, dann sei euch ein Adele Ciao und bye bye, euer Mick.